Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal wieder etwas, also ein kleines Tutorial über die PS3 zeigen. Und zwar, wie ihr ein Headset an die PS3 anschließen könnt, das dann logischerweise auch funktioniert und wie ihr somit per Sprachchat mit euren Freunden oder anderen Spielern kommunizieren könnt. Vorher will ich aber noch mal ganz kurz etwas loswerden, und zwar zwei Sachen. Einmal X-Play HD. Die Bildschirmhelligkeit lässt sich mit Camtasia leider nicht runterdrehen. Falls dir die Helligkeit zu hell ist, wirst du deinen PC-Monitor etwas dunkler stellen müssen oder mit was auch immer du meine Videos guckst. Tut mir sehr leid, aber das kann ich leider nicht ändern. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich für mittlerweile über 60 Abonnenten, Leute. Vielen Dank, aber ich laber schon wieder viel zu lange. Jetzt fangen wir mit dem Tutorial an und jetzt erstmal das Intro. So, und da ist auch schon das gute Stück, nämlich das Turtle Beat Ear Force PX21 Headset. Ihr seht jetzt schon hoffentlich ein Bild von dem Headset. Ich habe, wie gesagt, genau dasselbe. Das ist die eine Variante. Das ist schon eine etwas ältere Variante, aber immer noch ein tolles Headset. Mit dem Mikrofon von dem Headset nehme ich jetzt zum Beispiel auch gerade dieses Video auf. Also ihr seht, der Ton ist eigentlich recht gut, also der Aufnahmeton. Ich lese euch hier mal ein bisschen vor. Also auf Amazon.de kostet das Ganze 49 € inklusive Versand, je nachdem wo ihr halt lebt. Und ist kompatibel mit Windows Vista, Windows 7, Windows XP. Ich weiß, dass es auch mit Windows 8 kompatibel ist. Mac OS X und der PlayStation 3. Ob es jetzt mit der Xbox 360 verfügbar ist, weiß ich gar nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Da es auch einen Port für die Xbox hat, das stand hier gerade nur nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es mit der Xbox 360 kompatibel ist. Und ihr seht jetzt hier auch gerade alle Bilder durchlaufen und ich zeige euch auch ein schon etwas moderneres Modell, nämlich Turtle Beach Ear Force PX22. Das ist halt das ein Jahr, naja, ein Jahr ist es nicht mal, aber das ist halt das modernere Modell, was erst später rauskam. Wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, würde ich mir wahrscheinlich auch das 22er holen, aber das könnt ihr ja immer für euch selbst entscheiden. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze erstmal mit eurem PC verbinden könnt, entschuldige für das Geräusch gerade, mit eurer PS3 verbinden könnt. Und bei der PS3 zeige ich euch noch verschiedene Anschlussmöglichkeiten, nämlich einmal analog und einmal über HDMI. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich, Leute. Als allererstes will ich euch zeigen, wie ihr das Headset mit eurem PC verbinden und einrichten könnt. Das Ganze funktioniert denkbar einfach. Ihr müsst, also das Headset verfügt über einen USB-Anschluss und einen 3 mm Klinkenanschluss. Wenn ihr das Ganze am PC benutzen wollt, müsst ihr einfach nur den USB-Anschluss in einen freien USB-Port stecken. Ob das nun ein 3.0 USB-Port wie in meinem Fall ist oder ein 2.0 USB-Port, ist egal. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze an eurem PC eingerichtet wird. Ihr müsst dazu einfach auf die Windows-Taste drücken oder unter Windows 8 an die Seite fahren und auf die Lupe gehen. Dort gebt ihr dann ein Mikrofon einrichten und wählt das Suchergebnis aus. Nachdem ihr das Setup-Programm dann gestartet habt, wählt ihr Kopfhörermikrofon aus und klickt auf Weiter. Danach wird euch erklärt, wie ihr das Mikrofon am besten anbringen sollt bzw. positionieren sollt. Danach haben Sie die Möglichkeit, Ihrem PC einen Satz zu diktieren, um festzustellen, ob das Mikrofon richtig eingestellt wurde. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Danach nur noch auf Fertigstellen und sie sind auch schon fertig.
Nachdem ihr das erledigt habt, könnt ihr das Mikrofon ganz normal auf eurem PC benutzen, zum Beispiel zum Skypen oder auch, naja, für andere Tätigkeiten eben. Als zweites zeige ich euch, wie ihr das Headset bei einem analogen Fernseher über AV zum Laufen bekommt. Für den Fall, dass ihr das Headset analog per AV mit eurem Fernseher verbinden wollt, liegt im Headset ein weiteres Kabel bei, das ihr jetzt momentan im Video seht. Ich gehe davon aus, dass ihr einen AV-Adapter benutzt und dieser schon ordnungsgemäß an euren Fernseher angeschlossen ist. Nun müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Zuerst müsst ihr aus dem AV-Adapter das rote und weiße Kabelende entfernen. Danach die zwei Enden des Zusatzkabels in den Adapter stecken, daraufhin die Originalkabel wieder auf dem Adapter anbringen, als nächstes die PS3 einschalten und per USB mit dem Headset verbinden und schon funktioniert das Ganze. Methode 3, das Anschließen per HDMI. Jeder, der einen HDMI-fähigen Fernseher hat, für den wird sich das vorherige Tutorial leider nichts bringen, da er dann logischerweise nicht auf die Bildqualität von HDMI verzichten will. Deswegen hier auch noch ganz kurz erklärt, wie ihr das Headset an eine HDMI-Quelle anschließen könnt. Ich verfüge leider über keinen HDMI-fähigen Fernseher, beziehungsweise doch, ich verfüge über einen HDMI-fähigen Fernseher, allerdings wäre das jetzt ein zu großer Aufwand, den komplett abzubauen, sodass ich den ausreichend beleuchten kann, deswegen erkläre ich das euch hier kurz anhand eines Modells. Ihr seht jetzt gerade eine mir perfekt gelungene Zeichnung einfach. Na, aber jetzt im Ernst, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und zwar, der Fernseher soll halt dargestellt werden, dass der Fernseher halt einen HDMI-Anschluss hat. Deswegen habe ich das auch nochmal so herausgehoben. Und ja, wie man das Ganze anschließt, das kommt jetzt. So, jetzt wäre die PS3 ganz normal mit dem HDMI-Fernseher verbunden und würde auch schon funktionieren. Und jetzt kommt eben das, wie man das Headset daran noch anschließt. So, und jetzt haben wir das Headset angeschlossen, zumindest ich in meiner Zeichnung. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Also ihr schließt das Headset einmal per USB an die PS3 an, damit es Saft hat, also Strom. Und dann schließt ihr das Audiokabel, also das grüne, noch an den Fernseher an. Der hat dafür einen eigenen Ausgang, der sollte ebenfalls grün sein. Ihr kennt das Zeichen ja, den Ausgang mit dem Kopfhörerzeichen nebenbei. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und damit war es das dann auch schon mit dem Video. Also Leute, das war's jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen. Das war eins der aufwendigsten Videos, die ich je produziert habe. Nicht das aufwendigste, aber auf jeden Fall eines der aufwendigsten, obwohl es gerade mal 8 Minuten lang ist. Jedenfalls, ich hoffe, euch haben meine professionellen Zeichnungen gefallen. Würde mich über ein Abo oder einen Daumen rauf freuen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bin schon voll verwirrt jetzt. Und bis zum nächsten Mal zu einem Let's Play oder Tutorial, ich weiß noch nicht ganz. Jedenfalls bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao und danke fürs Zuschauen.